Du hast noch was zu tun, Sam. Lassen wir die Leute nicht warten. Einschränkung aufgehoben. Sam, chirale Kristalle sind klein und mit bloßem Auge kaum zu entdecken. Benutze deinen Rodra-Deck, damit er dich in die richtige Richtung führt. Willst du ein größeres Gebiet absuchen, kannst du auch einen Wachturm bauen und dich auf seine Sensoren verlassen. Konstruktion abgeschlossen. Na bitte. Na bitte. Na bitte. Zu Hause. Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. Sam. Alle Waffen. Lieferung finaler Kristalle läuft etwas anders an. Die Prozedur ist aber ziemlich einfach. Wähle am Lieferterminal recyceln, um alle chiralen Kristalle abzuladen, die du dabei hast. Hast du ein paar chirale Kristalle für uns?
Diese Kristalle bilden sich nur an Orten mit erhöhtem Chiraliumwerten. Weshalb ich mich frage, ob der Ausbau des Netzwerks etwas damit zu tun hat. Verdammt, Junge, das sind eine Menge Kristalle. Instandhaltung und Forschung, das reicht ja wohl für beide. Überzählige chirale Kristalle kannst du in jeder Einrichtung abgeben. Sie werden den Beständen vor Ort hinzugefügt. Auf das Material in diesen örtlichen Lagern kannst du beim Herstellen von Ausrüstung zurückgreifen. Oh, bevor ich es vergesse. Hier, für dich. Mit diesem Behälter-Reparaturspray bessert man Frachtbehälter aus. Hilft bei Zeitregenschäden und so weiter. Echt praktisch, wenn du und deine Fracht was abgekriegt haben. Wir haben es auf deine Vorratsliste gesetzt. Es steht also bereit, wenn du es brauchst. Bis bald. Erhöhte Chiraliumwerte und häufigere Kristallformationen hängen miteinander zusammen. Das könnte durchaus der Ausbau des Netzwerks verursacht haben. Aber keine Sorge, die örtliche Chiraldichte liegt noch im akzeptablen Bereich. Wenn du weitere Kristalle findest, sammle sie. Du wirst gut entlohnt. Wenn du noch mehr chirale Kristalle findest, kannst du sie bei einer unserer Anlagen abgeben. Außerdem kannst du anderes Material und nicht benötigte Gegenstände einlagern. Alles hat seinen Wert. Was wir nicht gebrauchen können, wird für die Forschung und andere Anwendungen in Einzelteile zerlegt. Also, du hast beim Ausbau des chiralen Netzwerks Großes geleistet. Aber um es bestmöglich nutzen zu können, brauchen wir mehr Energie. Wir brauchen noch ein paar Abschnitte, bevor wir auch die nächste Stadt anschließen können. Sobald dieser Windpark Teil des chiralen Netzwerks ist, können wir die von ihm erzeugte Energie durch den Strand leiten. Anders als bei konventionellen Übertragungsmethoden, ohne Verluste. Wir können ferne Regionen mit Energie versorgen. Und dortige Einrichtungen als Umspannwerke nutzen. Du wirst ein wichtiges Teil liefern. Es sollte bereits gedruckt sein. Bring es zum Windpark und uns damit ins Geschäft. Hey Sam, tust du mir einen Gefallen? Es muss eine Brücke gebaut werden. Über einen Fluss direkt vor diesem Verteilerzentrum. Zum Durchwaten ist er zu tief. Wir brauchen eine dauerhafte Lösung. Das Fundament wurde schon gelegt. Und alles, was du ansonsten brauchst, müsste auf Lager sein. Du musst nur das restliche Material zum Konstruktionsbereich bringen und damit die Brücke fertigstellen. Sollte da draußen doch nicht genug für unsere Zwecke sein, musst du den Rest selbst beschaffen. Ich weiß, du hast im Moment viel um die Ohren, aber denk dran. Diese Brücke wird auch dir das Leben erleichtern. Wir haben den Plan für eine Brücke in dein TCK geladen. Zuerst legst du das Fundament. Danach musst du weiteres Material bereitstellen, um den Bau abzuschließen. Vielen Flüssen und Schluchten täte eine solide Brücke sehr gut. Wenn du eine selbstgebaute Brücke überquerst, bist du froh, dass du dir die Mühe gemacht hast. Probier's mal.
Auftrag zugewiesen. Bitte dran sein. Scan wird gestartet. Eine angenehme Reise. Okay, Sam. Begib dich zum vorgesehenen Konstruktionsbereich für die Brücke. Das Fundament sollte schon vorhanden sein. Mit deiner Hilfe ist das Ding im Handumdrehen fertig. In der Nähe sollte ein Terminal sein. Dort kannst du zusätzliches Material einreichen. Weiteres Material einreichen. Sam, diese Brücke darfst du nicht zerstören. Das Leben erleichtern. Sicher werden alle Reisenden und Boten, die durch diese Gegend kommen, von ihr profitieren. Achte auch auf andere Stellen, die eine Brücke gebrauchen können. Thank you.
Na bitte. Hey! 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 Na bitte.
Wird geliefert. Danke. Mit dieser Einheit sollten wir das Verteilerzentrum über das chirale Netzwerk mit Strom versorgen können. Und vielleicht auch andere Orte. Hoffen wir, dass unsere Elektrizität den UCA hilft. Darf ich mal sehen? Unglaublich. Wie hast du das hergeschafft? Kannst du fliegen? Jetzt brauchen wir nur noch eine Verbindung zum chiralen Netzwerk. Bitte schließ uns an. Netzwerkbandbreite ist begrenzt und jede errichtete Konstruktion beansprucht welche. Doch mit einer steigenden Verbindungsstufe erhöht sich auch die dir zur Verfügung stehende Bandbreite.
Wir müssen auch endlich etwas beitragen. Danke nochmal. Ich habe gehört, dass der Rest deines Teams tot ist. Das macht deine Taten noch viel unglaublicher. Du bist eine Ein-Mann-Expedition. Ich hoffe, Amelie geht es so gut wie dir. Ob sie Edgenot City schon erreicht hat? Sie hat uns die Verantwortung für den Windpark übertragen. Ich war bei der Nachhut, Amelie bei der Vorhut. Ich habe sie nie persönlich getroffen. Aber es war trotzdem eine Ehre, mit ihr zu reisen. Wenn du sie siehst, kannst du ihr das ruhig sagen, ja? Sam, hast du eine Sekunde? Ich habe mit deinem Blut experimentiert. Du hattest anscheinend den richtigen Riecher. Nachdem wir in GD-Gebiet eine aerolosierte Probe deines Blutes versprüht haben, ist die Aktivität gesunken. Das ist natürlich kein endgültiges Ergebnis, da wir keine anderen Wiederkehrer für weitere Testläufe haben. Aber es deutet an, dass die Körperflüssigkeiten von Wiederkehrern GDs abwehren. Mama hatte die Idee, diese Theorie mit einer Waffe zu überprüfen. Der Prototyp sollte bald fertig sein. Würdest du ihn dann für uns testen? Sam, das ist die perfekte Gelegenheit. Wir haben fast die gesamte Region ins chirale Netzwerk integriert. Fehlt noch Port Nord City. Kehre nach Capital Nord City zurück, um Hilfsgüter für Port Nord in Empfang zu nehmen. Wenn du dort bist, können wir dir den fertigen Prototyp persönlich geben. Und noch etwas. Es brechen nur selten Boten zu diesem Windpark auf. Wenn du dort bist, solltest du alle offenen Aufträge annehmen. Warum sollte man mit leeren Händen zurückkommen, wenn es etwas zu tun gibt? Sieh dir das Lieferterminal dort an. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen erhältst du an einem Lieferterminal. Fracht wird geliefert. Glückwunsch, Sam. Du darfst jetzt offene Aufträge annehmen. Sie sind nicht so dringend wie die, die speziell dir zugewiesen werden. Wenn du sowieso in eine bestimmte Richtung unterwegs bist und noch Platz hast, schadet etwas mehr Fracht ja nicht, oder? Aber auch wenn sie für die Mission nicht von Belang sind, können sie für jemand wichtig sein. Ein paar gute Taten schaden nicht, oder? Sam. Überprüfe die Auftragsübersicht. Hey, gute Arbeit. Der Windpark, den du ins Netzwerk gebracht hast, ist für unsere Expansion unerlässlich. Als Belohnung habe ich etwas in deinen TCK geladen. Eine Generatorenoption. Generatoren laden die Akkus aller Geräte in der Nähe auf. Etwa von Maschinen, Motorrädern und anderen akkubetriebenen Fahrzeugen. Thank you.
Sam. Es freut mich, dich zu sehen. Waffeneinschränkung aufgehoben. Thank you.
Motorrad solltest du flott kriegen, wenn du es mit einem Generator auflädst. Probier's doch mal aus. Sam Porter Bridges. Bitte dranbleiben.